name of this party tonight? Yes, it's called Men Rule. Men Rule? Yeah, that's what it's called, right? Okay, mein Name ist Grace Matarati, das ist meine schlechte Seite natürlich. Ich bin Lucy McEvil, ich bin Schauspielerin und Sängerin und mache die Moderation heute bei der Female Centenary Night. Mirror, mirror, peaches. I'm being very girly. Yeah. Fixing my lipstick. Mein Spitzname ist... Also, ladies and gentlemen, Frau Barbara, mein richtiger Name ist Heisch. Frau Barbara. Hi, we're the Round Girls. I'm Kim Cooper from New York. I'm Lynn Kieran from London, England. Ich bin Tine Kleinrad aus Wien. Ja, hi, mein Name ist Zoe Dollay und ich bin definitiv sehr female. Ich bin Ingeborg, ich bin hier für den technischen Ablauf zuständig. Dass die Veranstaltung reibungslos über die Bühne geht. Es geht eben um Beschallung, um auch Licht und Projektionen. Annemarie Aufreiter, seit 40 Jahren in der feministischen Bewegung. Hello, we are Piazza! Mein Name ist Brigitte Ruprecht, ich bin die ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende und für die Gewerkschafterinnen an vorderster Linie. Yang! 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 Gibt's Ehrenblät? Somba Afrika! Und ich mache Musik schon lang. Ich liebe Musik machen. Sozusagen. My first idea for the word famous means someone that is well known. Someone that everyone known is known by the public. Okay, but it's not famous, it's famous. Ah, famous. Oh, famous! Frauen. Diese Mischung aus famous und feminist, okay. Denke ich mir. Und soll halt mal Frauen ins Blicklicht rücken, die was erreicht haben. Oder ja, generell soll immer das Augenmerk eher auf die weibliche Gesellschaft gerichtet werden. Famous. Ja, die Assoziation ist eigentlich Frauen sichtbar machen und es gibt ja sehr viele Frauen im Musikbereich, die ständig irgendwo nur im Hintergrund agieren. Es geht auch darum, Instrumentalistinnen vorzustellen in diesem Projekt, nicht nur Sängerinnen. Da werden Frauen gesehen und auch akzeptiert, aber auch Instrumentalistinnen gibt es sehr, sehr viele und sehr gute Musikerinnen. Famous ist für mich eine Kombination aus Famous und Female. Ja. Und das, ich habe verstanden, dass es darum geht, Frauen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Famous fällt mir ein, geballte Frauenkraft. Do I feel famous? Of course. Why? I don't know.
Ja, ich bin klar, voll. Ja. Voll, weil das sind alle Themen, die mich persönlich betrifft, alles Frauen. Eher female als female. Ja. Nachdem ich seit nunmehr 23 Jahren in einer absoluten Männerdomäne arbeite, bin ich das eigentlich gewohnt. Speziell, sicher, wissend, was ich will, was ich wollte, was ich will oder noch will in meinem Leben. Ja, so. Famous, es ist glamorous, es ist sexy. Like a fetus, what? Like a baby. To me, famous sounds like a fetus, like a baby, like the start of something, you know, because after 100 years of all this, it's time to give birth to a new beginning. Ich weiß nur, das ist ein harter Weg, das zu Ordnung, zu in ein Gleichgewicht wieder mit den Männern zu finden. Wir sind sehr weit auseinander. Wir müssen wieder diese Weg wieder zu führen, wo wir zusammengehen. Wir Frauen müssen uns organisieren, wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenstehen, dann können wir auch etwas erreichen. Fantastisch. Einfach fantastisch. Ich fand's grandios. Ich fand's wirklich grandios und ich finde es auch ganz toll, was die Initiatorinnen hier an künstlerischem und kreativem auf die Beine gestellt haben und auch die Vielfalt. Also ich finde es fantastisch, dass für alte Feministinnen wie mich etwas dabei ist, was mich begeistert und was ich aus der Vergangenheit kenne, aber genauso mit Neuem konfrontiert bin und ich finde es toll, die DJs, die hier nach Mitternacht auftreten und bin einfach neugierig drauf.